Hallo, ihr Freunde der Nacht und der schlechten Geschmacksrichtungen für Fassbrause. Wir kommen zurück bei Dead by Daylight. Ich habe Fassbrause getrunken mit Zitronengeschmack und sie hat geschmeckt wie die Jellybeans, die nach Kotze schmecken. Also quasi so wie Spaghetti Bolognese nur rückwärts. Ja, was machen wir jetzt? Komm, wir machen Glockenritual. Schon wieder. Es ist ja nicht so, als würde ich nicht andauernd dieselben Dailies kriegen bei diesem verdammten Spiel. Nein, habe ich wirklich gekriegt. Ich habe schon wieder irgendwas mit Jake Park. Kooperative Aktion habe ich immer noch drin. Irgendwas mit Sammler einen neuen Gegenstand und entkomme aus der Runde. Und schon wieder das Glockenritual. Mir ist auch gerade aufgefallen, hier ist ein Rechtschreibfehler. Heraustritt. Sitzt. Heraustritt. Keine Ahnung. Machen wir mal, ne? Killer. Wir haben ja den Geist, die Geist mal ausgerüstet. Also, wenn ich, ne, wiederkomme aus der harten Glockierung. Blabliblub, blüblüblüb. So, wir machen Folgendes. Ich glaube, es gibt ein Add-on, das ich nicht habe. Das ich habe? ach komm. Ach komm, wir gönnen uns. So. Nöt fürs Endgame. Bluthund und schlampiger Schlachter für obvious reasons. Und na, ich glaube, ich tausche Spione des Schattens mal aus. Und nehme unerbittlich mit, falls die mich nerven. Oder nehme ich Pirscher mit? Letztes Mal hatte ich ja das Problem, dass ich die Husos am Boden nicht gesehen habe, weil sie dumm waren. Ich glaube, ich nehme Pirscher mit. Scheiß auf unerbittlich. Ich bin ja manchmal so ein bisschen blind, ne? Und halt nöd auf 1, weil ich habe es halt leider nicht auf 3. Das macht aber nichts, es funktioniert ja trotzdem. Na, wir gucken mal. Es ist Sonntag, 2:30. Also nachmittags tatsächlich. Ja, ich bin am Tag wach. Oh mein Gott. Und nicht nachts. Das heißt, es dürfte hoffentlich auch Volk geben. Dummes Volk. Und wir gucken, ob die behindert sind. Das wird hoffentlich nicht scheiße. So, erschlage vier Überlebende, wenn du aus der Unsichtbarkeit heraustrittst. Unter Zuhilfenahme der Kraft der Jammerglocke. Das ist die Jammerglocke. Achso, können wir eigentlich. Ja, Charakterinfo, guck mal. Wenn hier sowieso. Ach, sieh mal an, ich sehe ja sogar tatsächlich. Ach, wie geil ist das denn? Was heißt denn groß? Ach, er ist. Achso, er ist an sich groß. Geschwindigkeit ist 4,6 Meter die Sekunde. Das ist schon, ja, der hat schon eine ordentliche Schrittlänge. Und der Terrorradius ist 32 Meter. Das ist sehr lustig, dass man das sehen kann. Wenn ich jetzt wechsle. Ach ne, ach, guck mal. Ah, okay, also die sind alle gleich schnell. Da. Die Nurse ist langsamer. Ist durchschnittsgroß. Naja, es ist. Ja, gut, sein Terrorradius ist 6 Meter. Auf Stufe 1 natürlich. Auf Stufe 3 ist er auch größer. Ah, die Hexe ist wirklich langsamer. Aber das macht nichts. Der ist immer noch zu schnell, finde ich. Ah, scheiß auf den Doktor. Das ist voll Diskriminierung. Die Mädels sind langsamer als die Jungs. Aber na gut. Ach nein, doch nicht. Guck mal, das Schwein ist genauso schnell wie die anderen. Aber gut, die kann ja auch schleichen. Da wird sie dann wieder langsamer sein. Gespenst ist auch wieder langsamer. Und Legion und solche sind auch normal schnell. Ja, die Nurse ist wirklich sehr langsam. Dafür kann sie halt sich teleportieren bzw. nach vorne springen. In die Richtung springen, in die sie sieht. Ja, können wir mal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte lesen hier.
Evan McMillan vergötterte seinen Vater. Ach, dann ist die McMillan Map gehört also zu ihm. Er war nicht nur der Erbe eines großen Vermögens, er wusste auch, das Anwesen zu führen. Evan, der unter seiner starken Hand aufgewachsen war, leitete die Belegschaft nun mit harter Hand. Die Produktion war stets hoch und das McMillan-Anwesen florierte unter der Führung des Vaters und des Sohns. Als sich Archie McMillans geistige Gesundheit langsam verschlechterte, beschützte ihn Evan vor der Menge, die einen Teil des Vermögens haben wollte, egal was sein Vater von ihm verlangte, Evan tat es. Bla bla bla. Wie ist er denn jetzt? Ah, okay. Steht jetzt nicht wirklich, wie er zu einem Killer geworden ist, aber ja, das ist ja Bescheid, ne? Aber jetzt weiß ich, nach keine Ahnung wie viele Jahre, die ich dieses Spiel schon spiele, dass die Macmillan Maps alle zu Trapper gehören. Es sei denn, das ist halt irgendwie gesondert. Ihr habt Glück dabei und ihr wollt auf meine Lieblings. Das ist. Oh mein Gott! Nein, auf The Game? Mit meinem Bild auf The Game? Ist es euer Ernst? Oh mein Gott! Und dann habe ich auch noch ein Totem. Die finden das Totem nie. Oh Leute, ich glaube, die beste Map ansonsten für diesen Build, den ich dabei habe, also die stumme Jammerglocke und der unterdrückte Terrorradius. Ich werde Leute vom Dings ziehen. Wenn die Pech haben, dann ziehe ich die. Ich hätte fucking Mist, ich muss ihn leveln, ich brauche Überwachung. Ich habe das letztens bei einem YouTuber bei Hybrid Panda, glaube ich, war das. Oder war das? Nee, das war nicht Panda. Egal. Aber ich habe das bei einem YouTuber gesehen. Der hat tatsächlich diesen Build genommen, auf dieser Map auch tatsächlich, mit Überwachung, hat dann einen Generator getreten und sobald dieser Generator halt wieder repariert wird, verändert er sich die Farbe von dem. Und dann konnte er sich anschleichen, sich ankloaken, ohne dass sie es gehört haben. Und hat sie dann gefegt. Weil er muss halt einfach nur irgendwie hin. So, gucken wir mal. Das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Muss die halt nur alle irgendwie jeweils mindestens einmal gehuckt kriegen. Alter, ich kann nicht laufen. Ja, da ging leider der erste Generator schon an. Oh, schade. Den hätte ich gerne gekriegt. Warum kriege ich ihn denn nicht? Ist denn ernst? Ja, wir brauchen Nöte auf jeden Fall in dieser Runde, ey. Wie lange ich brauche, um ihn zu verfolgen, einfach. Und der zweite Generator ist fertig. Ich raste ab. Da hat er mich ausgetrickst. Oh, ich bin so doof. Und der dritte Generator.
Wo ist das Blut? Ich bin so schlecht. Warum sind die so sch Warum bin ich so langsam? Ich verstehe das nicht. Ja, Hauptsache, du spannst mich die ganze Zeit, ne? Fucking Claudette. Warum bin ich so langsam, Allah? So. Alter, ohne Scheiß, ey. Wo ist denn die Mütze? Ja. Bitte was? So, raus jetzt. Mir reicht. Hat zwar umsonst Nöt mitgenommen. Beziehungsweise Nöt nicht, sondern das Mori.
Ja, rette ihn. Geht endlich raus. Leute, der Ausgang ist offen. Geht raus. Der Ausgang ist offen. Geht raus, da bist du ja, Ash. Was soll das? Offen. Wenn du willst. Habe ich wenigstens mein Mori benutzt. Idiot. Schön. Schön, schön, schön. Guck mal, die Daily haben wir geschafft. Wir haben ein paar Husos getötet. Sie waren behindert. Besser geht das doch gar nicht, oder? Ja. Dann. Ne? Zeig Ihnen die Punkte. Ach, Jungs. Ach, Jungs, ach, Jungs, ach, Jungs. Was ist das? Hm. Ja, hat wohl nicht funktioniert. Egal, das war das. Und beim nächsten Mal machen wir nichts. Tschüss.